Bei mir kommen drei durch. Bitte. Die aber komplett. Zu. Bitte. Es geht auch nicht durch. Komm, warte. Es geht auch durch. Es gibt nur eins durch. Ey, Digga, ein Tag, dann hätte ich meins. Ja, jetzt ist Dings seine Ressourcen gekommen. Ressourcen, geil. Und schon wieder großes Upgrade für den Durchfahren. Beim Anziehen, du bist ja zu weit hinten. Ich hasse diese Boxenauswahl. Flügelschaden. Nee, aber ich guck gerade bei ein paar Leuten zu und jeder macht so übertrieben ruhig, verständlicherweise. Ist mir nur aufgefallen, dass ich die hasse. Einfach so nebenbei ist aufgefallen, dass das einfach ein Ach Scheiß ja, ach so. Gucken wir mal bei Eskil zu. Das ist jetzt gleich eh wieder eine gottlose Zeit. Es ist die Durchklemmen, gell? Beende dieses Leid! Wieso fahren die alle ihre Outlap so schnell an? Was sie machen? Die machen die Reifen viel zu warm auf der Outlap. Warte, Digga. Okay. Ja. Es gibt das aber ein Schaden, Junge, Alter. Oder wir werden so runtergehen, wir haben einfach einen richtig schlechten Motor. Ach stimmt, ich muss doch was an meinem Motor einschalten. Du fährst McLaren, die haben eh von Anfang an schon gottlos. Ich fahr Ferrari. Ja, ich meine, Jokerface. Aber dir wird's aber gehen, weil Chassis ist, glaube ich, mit das Beste und man hat da viel langsamer Kurven. Das Problem ist, man hat ja zweimal Steuerelektronik, ne? Ja. Das erste Mal ist eigentlich, ich glaube, im zweiten Rennen, wo ich richtig gut unterwegs war, ist das Ding einfach explodiert. Na, bei mir ist die Dings, bei mir ist es die Aerodynamik das Beste. Und? Okay, wow. Wow, Alter, das hier mit der Schrapazierfähigkeit ist aber ein bisschen unterwegs, aber... Ja, das hatte ich auch, als ich eine Karriere bei Frage gemacht habe. Durability, Chassis und Aero waren gut. Der Motor dafür einfach... Boah. Shit. Weil es im echten Leben ja ganz am Ende wieder ging, da haben sie Upgrade gebracht und aufgedreht. Ich glaube, ich sag das nicht weiter. Das was? Digga, beendet es leid. Ich beende es selber. Lubo Hawkeye auf Buschlapp. Mit definitiv zu wenig Abtrieb fürs Rennen, what the fuck? Du musst aufpassen, dass er niemanden beleidigt. Und zu hohen Reifen drücken, Jesus. Ich glaube, er hat doch die Outlet ein bisschen zu schnell gemacht. Man sieht das einfach auch von der Onboard, wenn man zuguckt und jemand einfach wild geht, weil die Reifen schreien, nee, wird im Rennen noch spaßig. Am Ende. Ich beende mein Leid. Er holt einfach die Glock raus. 9 mm. Glock passt auch. Fehler von Wendig. Du könntest dich auch nur damals an die Apps erinnern, da die Waffen-Apps, da muss es einfach so eine Pistole hat, ist auf eurer Waffe nachher so drauf, du könntest wenn ich hab das abgeschossen. Ja, Fehler von Evo. Digga, ich hab gefühlt nur Durability. Der Upgrade Durability, das ignoriere ich immer komplett. Oder war es von Anfang an schon gut? Das bringt nichts. Ich meine, du hast zwar mehr Prozent, aber du kannst schon länger mit dem Unfall das Joker-Face vielleicht auch. Oh, das klingt nicht mehr ganz schön. Weiß nicht, was du meinst. Ich kann mich auch schon wieder zu beleidigen, also fahren. Das 70%ige kam ich durch.
Und ich hab nur 9 Sekunden. Was kann ich jetzt wohl damit machen? Gar nichts mehr. Digga, er kann damit auf die Toilette gehen, Digga. Dann kann der Mädchen beglücken, oder bitte? Das ist 80. Was? Dann hätte ich immer noch 6. Dann hätte ich immer noch 8 Sekunden. Deine Sicherheit immer noch restlich 8 Sekunden. Das Ausziehen würde länger dauern. So eine Frau, wenn du so eine Frau für eine Klamotten an. Ich warte, was du die 59 Minuten machen sollst. Manchester United hat anscheinend Erik Ten Hag verpflichtet. Digga, das hört sich auch immer so komisch an, die haben den verpflichtet, Digga. Digga, sie haben ihn auch Chat führt. Ja, Digga, die haben so jedes Spiel haben die so einen Scharfschützen auf dem Dach vom Stadion. Wenn er was gegen den Verein sagt, wird er einfach instant abgeknallt. Er darf einfach nichts sagen, weil er sonst einfach gejagt wird durch ganz Manchester. Wenn er was gegen Ronaldo sagt, dann redet Ronaldo persönlich daher. Er süht so, während er ihn zusammenschlägt. Er schlägt ihn Digga, so zusammen. Digga, das so, der Wahl, 70%iger den durchgehen. Nein, das bei mir auch nicht. Digga, er schlägt so den Ten Hag zusammen. Digga, auf einmal hörst du noch so süß. Mann, Digga, jetzt ist der einziges Upgrade bei mir durchkommen in der ganzen Stunde. Meta? Ja. Wie läuft es jetzt? Bei Adi ganz in Ordnung. Und ich bin noch in der Box. Achso. Wart auf die Track, Evo. Guck mir ein paar Runden an. Oder uns? Ich glaube sowohl jetzt auch, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, er hat sich selber gemutet. Er hört nur zu, was für Scheiße wir labern. Ist sicherlich sehr hilfreich auf der Hotline. Digga, wenn wirklich so Aufnahmen und so von Partychats bei der Polizei wären, ich glaube, ich wäre für lebenslang weggesperrt. Von Partychats? Also es wird automatisch aufgenommen, ne? Und weiß ja nie, wer da so am Werken ist, ne? Digga, ich glaube, ich bin, glaube ich, schon längst bekannt bei der Polizei hier in Osnabrück. So, ich weiß, 50%iges. Komm, 50%iges. Kommt durch. Kommt nicht durch, zum dritten an. Ich hab alles fertig. Welch ein Wunder, es kommt nicht durch, zum vierten an. Oh, es kommt nicht durch, was ein Wunder. We're looking at a dry session. Es kommt nicht durch. Es ist 70%, Digga. Es kommt nicht durch. Was zur verfickten Hölle ist das für ein Scheiß? Digga, ich hab in der Stunde nichts geschafft. Nichts. Digga, ich hab fünfmal das 50%ige gemacht und einmal das 70%ige und nichts ist durchgekommen. Ja, Bruder, fair. Einfach fair. Also, das muss ich sagen. Digga, was ist das aber mit diesem YouTube-Kacke-Clip gewesen, Bruder? Ich feier immer diese Werbemixe. Ja, hier das mit Mick. Pro 30 einfach. Und jetzt um 7. Pro 30. Um 0 Uhr 7 bei Pro 30. Big guys, denn er passt. Ah ja, es hat ja nicht mal wieder schauen, wie World at Haare im Haus schaut, so das weiter gar nicht. Alle, die sagen World at Haare, nicht der schlechte Anime. Plot. Ah, es ist mal weitergegangen, was soll das? Ah doch, es ist weitergegangen, geil. Was hat mit Justin Morris und Justin Q?
Habe ich noch nicht angefangen. Fängst du überhaupt mal was an? Ja. Ah, meine erste Kurve war shit. Damit. Meine erste Kurve war shit. Es gibt ein Update, das kommt erst nach Kanada durch. Easy. Digga, das, der Fakt, dass ich vor dir bin, ne? Ja, Bruder, das schafft. In einem gesamten, fast in zwei Qualifies nichts zu erreichen, ja. Ich meine, das war wirklich Ferrari 2020 und 2021, was wir jetzt verpasst haben. Ferrari die letzten Jahre. I'm not satisfied. Oh, Digga, was war das gerade in deiner Stimme? Ja, in seiner Stimme war not satisfied. Digga, in seiner Stimme war irgendwie so 30 mal tiefer jetzt auf einmal. So, ich muss mein Predis-Getriebe aussehen. Scheiße, mein Hauptgetriebe. 20%. There's only one lap of fuel remaining. Digga, er will so raushauen, das Ding explodiert, er stirbt. Oder der Motor ist ausgeschaltet, das explodiert. Digga, er stirbt, weil er sterben muss. Ja, Gott wollte das so. Allachschmächtig, aber Gott hat das halt in der Hand. Ist das nicht meistens dasselbe? Keine Ahnung. Ich mach mir da drüber nur stehen. Digga, Arti möchte uns eigentlich nur so verklagen, Alter. So, 5-9er Flügel. Ich glaube auf fast keiner Strecke braucht man 5. Ich mach kein Setup. Ich fahr sogar in Monster 6 oder 7. So, ich fahr raus. Yes, yes you are. New so far our fastest lap is a 1 minute 7.3. Okay, der nächste. Bruder, ich will jetzt einfach den praktischen Vorteil, was? Der Motor habe ich den schlechtesten, aber die Aerodynamik habe ich einfach die beste. We're 17. Ich bin einfach im langsamsten Zeitschnitt. Er ist einfach im Langsamsein so schnell, dass es schon wieder ein Vorteil für ihn ist. Machen wir jetzt alle das Ego-Retiren? Ich mach einfach gerade die Bremsen, so schaut's aus, ich fahr da einfach durch die Kurve, ne? Als Flat. Mit 5 km/h. Ach stimmt, ich glaube alle können aufgeben, kann das sein? Ja, wenn jeder Zeit gesetzt hat, dann können alle aufgeben. Ne, 2 Leute sind DNF und wir sind 17. Also. Achso, ja, dann können alle aufgeben, das stimmt. Dieser Underdog-Typ ist einfach so hart am Rumlaggen. Bitte sei nie vor mir. Ah nein, im vierten Gang verloren, Hilfe. Zum Glück braucht man den nicht so oft. What the fuck? Ich hab... also ich hoffe, das zählt nicht als Beleidigung, aber... ich will nicht, dass er vor mir fährt. Was ist, Meter? Ich will nicht, dass der Underdog vor mir fährt, der leckt ein bisschen zu sehr rum.
Und ich hoffe, dass das nicht als Beleidigung zählt, aber ich sage es einfach trotzdem. Solange du nicht sagst, dass er ein... Du darfst das Wort nicht aussprechen. Richtig. He's got so much rear end. Oder ihr habt einfach gerade einen vierten Gang, wäre so scheiße aus. Ich glaube bei Lugo gibt es ein technisches Problem. Hat sich gerade in die Mauer gesetzt. Aber fährt weiter. Technisch, Digga. Ja, er ist rausgefahren von der Outlap und jetzt in der Mauer, deswegen war ich verwirrt. Oh nein, es ist dieser Bug aus Mexiko, wie bei Patty damals. Das waren goated Zeiten. Das war gerade Bug, das war alles geplant. Er hat sie alle hochgenommen damit. Vielleicht will er das taktisch machen und nicht zeigen, wie eine Runde aussieht, weil er weiß, die Outlap würde oder die Hotlap würde jeder zugucken. Und als er gesehen hat, dass alle durch waren, sich umentschieden, keine Ahnung. Housepick fährt einfach einen Long Run jetzt. Patti, in einer halben Stunde geht's los, ne? Ja. Ich hab grad 13, Alter, für den Kartabschluss. Beide erstens erstmal disconnected, entspannt. Bayern, Michael, Bayern. Ne, nur einer, aber man. Jetzt hat so zurückgesetzt in die Box. Ich muss meinen Motor tauschen, ich muss meinen Motor wechseln. Meinung dazu, dass du Vierter bist? 6 Zehntel habe ich verloren in der zweiten Runde. Aber ja. Meinung dazu, dass ich mit der 1.39.2 gefahren bin. Ja, ich hab keinen vierten Gang oder so. War eine richtige Erfahrung, muss ich sagen. Echte Dudes fahren nur mit dem fünften. Genau. So, Motor wechseln erstmal. Ihr Frontflügelschaden sogar irgendwann mal kassiert. Ja, im zweiten Sektor habe ich absolut verloren. Und im dritten, ne? Er hat einfach komplett verloren. Ja, das sind halt die Sektoren, wo der Wagen halt das... Im zweiten sollte er gut sein. ...gezogen hat. Ja, ich habe durch die Castle-Section ziemlich liegen lassen, ne? Da habe ich ja die 6 Zehntel gut gemacht. Intensives If you need to find some more time, remember the corner exit is more important than corner entry. Ich hatte irgendwann mal Frontflügelschaden. Fast out, smooth on the power. Ja. Hä? Du musst nur 3 Minuten warten, um mein Bauteil, mein Getriebe auszutauschen. Ich kann eigentlich aufgeben, oder? Mit einer 1. Ja, Lando Norris, Hilfe. Ja, ich gebe wohl war. Ja, ich glaube, du musst noch mal. Hä, nee, easy. Okay. Easy. Ich dachte jetzt so easy. Ich würde jetzt so absolut von A nach B genommen. Nee, 10. Ja. Fester! Fester! Ich hab dich gerade dreimal doppelt gehört, ne? Kuss. Ich hab doch nur gehört, so fester, fester, fester.
Er hat aber so. Bist du einfach gemacht. Digga, ich hatte einfach so dieses andere Echo. Ich hatte ein Echo im Echo. Echo Fresh einfach. Ist Echo nicht der Dude aus Arcane? Nein, der ist aus Call of Duty. Achso? Nee, das ist der aus Star Wars. Ja, es gab wirklich einen bei Star Wars Clone Wars, der hieß Echo. Es gab auch bei Arcane Echo. Ich weiß. Jan fährt einfach eine Out und dann eine Inlap auf den Mediums. Bruder, Squad-Updates funktionieren nicht in dem Spiel. Das sind nur Prozent. Funktioniert genauso gut wie Nax Aussage, dass Reifen auf M in GTA was bringt. Was? Einfach. Okay. Er hat's verstanden, Digga. Oh, Kevin ist raus. Und ein Haas war involviert. What the fuck? Patty? Die haben sich einfach Patty abgeräumt. Raus. Oh, wie rausgeschmissen. Patty redet. Nee. Patty ist rausgeflogen. Ja, wir haben Meter noch. Hallo? Patty ist disconnected und mein Spiel ist gecrashed. Nice. Das ist nicht komisch. Okay, er ist raus. Wir einfach alle ungültig machen, damit sie später auf Mediums fahren können. Ihr könnt mich nicht verarschen, Mann. Oder langsam fahren, oder jetzt schon auf Mediums sind. Hallo? Party? Hi, ich werde jetzt einfach fast der Party vom Kuchengesicht beigetreten. Vor allem, du fliegst raus und genau in dem Moment crasht mein Game. Bruder, ich habe jetzt einfach... Das war ganz komisch, ich bin rausgeflogen. Hab aber Meter noch gehört. Aber manchmal ist das ziemlich lost. Wir schieben es auf die Server. Und ihr habt übrigens 22 Grad Glitchstrafe kassiert. Ja, jetzt wird wahrscheinlich mein Nattyp auf 3 umgesprungen sein, weil wahrscheinlich. Monkeys. Was? Maulwurf bei Real? Deshalb ist halt so right die Aufstellung yep. Verflügt gerade. Ich muss mal aufstehen, Alter, mein Arsch. Oh. Jesus. Ich hoffe, das wird auch nicht. Ja, wird schon besser. Sie ist ja keine Beleidigung und ich keine Optionitäten. Wieder Koop-Karriere? Ja. Bist du drinnen? Nein. Ja, wo ist Adi? What? Der ist in der Party, aber gemutet. Ja, und bei mir sind nur 13 weiter, also ist ja... Kaput? Muss wohl. Warum redet Adi eigentlich nicht? Weil er gemutet ist. Da, da, da. Wollte sich kondensieren. Konzentrieren. Oh, Junge, ich hasse dich. Ach, scheiße, das ist jetzt auch schon wieder eine Beleidigung. Ey, ich muss ich jetzt Mark nennen. Nee, wir zwar dürfen, dass wir dürfen uns gegenseitig beleidigen. Wir wahrscheinlich ja. So. Du. Du Sohn einer Mutter. Sohn eines Vaters. Ja, aber das zählt schon als Beleidigung, weil du es angedeutet hast. Hä? Na, du hast ja angedeutet, so, was du sagen wolltest, aber was du quasi durch das Austauschen eines Wortes vermieden hast. Dadurch hast du die Beleidigung impliziert. Ja, komm Junge, wenn die danach gehen, dann darf ich halt gar nichts mehr sagen, Digga, bin ich... So, wenn ich Digga sage... Du Person einer Mutter, die they, them als Pronomen identifiziert lässt. Toxic.
Von einer Emily. Einer blauhaarigen Emily. Du Wesen. Die den Passus Frauen haben Rechte nicht komplett identifiziert und analysiert hat. Oh Gott. Ey, aber was ist... Guck mal, wenn die ja irgendwie alles Frau, so machen wollen... Frau einer Emily, die den Stammbaum, die den Erfahrungspunktbaum, Intelligenz doch freischalten muss. Das muss ich schauen, ob mein Motor irgendwie ab... Die holen wir jetzt einfach an 22 Platz Kriegsstrafe. Digga, ich hatte das mal in F1 2020. Da habe ich alles geändert. So, und ich hatte irgendwie eine 500 Platz Kriegsstrafe, weil das so ein Gamebug war. Ja, ja. Hallo, Alpha Tauri hinter mir. Übrigens vor dir, das ist Norris, ne? Und davor? Sieht es Ricciardo. Das nicht ich. Hamilton ist finished. Ich musste mich spontan räuspern. Cry Milton. Er hat seine Beatboxen einfach. Geil, gern schön, Dub. Dubstep Intro einfach. DuckTales, wuh. Warte, was? Was? Ja, wegen Dub und Duck. Fangen sie eh nicht. Stepsis, what are you doing here? Ah, Adi ist doch dabei. Lol. What are you doing, Step Bro? What are you doing, Stepladder? Adrian. Stepladder! Digga, einfach so eine Leiter, Digga. Stuck in a washing machine. All personnel be aware, car leaving. Warte mal, es lohnt sich wieder mal da Zeit zu setzen. Warum? Ich war hier gerade mit 3.30. Bruder, ihr habt 22 Flügel, 22 Zeile Plätze strafen. Oder ist ein. Ist Patty nur bei mir gerade so am Laggen oder bin ich das? Bei mir seid ihr beide in Ordnung. Bei mir bevor einer auf dem Schuss ist, aber ich glaube. Gerade. Was los, oder? Warum lachst du? Nix. Na, los halt. Bin ich noch da? Ja. Ja. Okay, perfekt. Ich bin ein bisschen am Laggen, merke ich gerade. Durch den, durch das Echo von Meta höre ich immer, wie spät meine Nachrichten erst ankommen. Oh, Alter. Jetzt war ich schon hier. Guck dir diese Traktion an. Ja, ich hab wohl schwer, wenn man mit denen Traktion fährt. Komm jetzt mit 3.30, ich komm, 3.30, 3.30, da ist 3.33. Ich kann einen Schrauch geben. 1.38, ja. Ihr Prepper stellt die KI auf 105. Nein, ich fahr grad gegen die und das ist voll geil. Also das passt perfekt rein. Okay. Wobei, warte mal, ich geh mal kurz auf der Party raus und komm wieder. Bis gleich. Ja.
wieder da. Ey, ich pfeife halt ja fast der Party von Martin und so bei, also Martin und so beigetreten. Ey, wisst ihr, was die Zeiten so sind? Was seht ihr? Von den anderen Fahrern oder generell? Von den anderen Fahrern, aktuell. Ja, meine Streamen wieder auf Twitch, aber wer hat das ausgedacht? Vor allem, weil Twitch auch diese schlimme Funktion hat, dass deine, dass die Nachrichten, wenn du neu reinjoinst, alle nicht da sind. Ja, Jan hat an Orts, ich kann sie erkennen, an Orts 7.3, Like Bonek an 7.4. Digga, die sollen mal nicht alle mit ihren Softs stressen, was soll das? Das darf nicht als Beleidigung zählen, das war nicht 100%. Soll ich in die Box, schaffe ich das noch? Mir steht nichts verbunden, außer wenn wir den. 1.10 muss rausfahren. In der, also 1.20 muss rausfahren. Ich bin jetzt in die Box schaffen. Gefahren. Ist du bist schon. Es wird richtig eng. Na, das war schon mal. Digga, 2 Zehntel schneller als Verstappen. Ich bin's einfach. Wehe, mein Teamkollege kommt jetzt rein. Wehe, Adi. Jetzt nicht. Ich kämpfe hier um mein Leben. Ich glaube, Adi sollte safe weiter sein, oder? Adi, ich... Ja, dürfte. Okay, gut. So um 50... Ja, wobei, nee, das ist schon zu spät. Oh Gott, das wird eng. Dschungel, schieb mich raus! Das klingt komisch, Digga. Schieb mich raus. Besser? Du hast es nicht besser gemacht. Ja, es ist langsam, muss draußen sein, ne? Ja, das wird schwer. Außer Basti, haut raus und das war's, bist dabei. Safe weiter? Bestimmt, ja, Basti wird gerade neue Zeit ersetzen können. Und Housepick? Außer er pusht jetzt ab. Ja, die anderen zwei sind ausgeschieden. Also ich glaube, Basti, der sich eine Zeit setzen kann. Oh, Basti. Na, ist gut. 30 seconds left in the session. Was ist mit mir? Na, das war jetzt gerade wieder eine Anzeige. War klarer. Wobei, das dürfte er Zeit schafft er doch nochmal, oder? Schau mal, ja, doch, ja, dürfte er schaffen. Kassi, ne? Bis wann bleibst du on? Ich würde noch beide Spieler schaffen. Okay, er schafft es doch, das ist mal schade. Oh, come on. Egal, PF ist auch gut, frische Mediums. Ja, aber jetzt ist die Lackentaut ist hier ungültig. Ja, ne, alles gut, PF ist auch in Ordnung. Hätte gut Pole sein können, aber wird ja im Rennen entschieden, also... Ist er schon durch oder bei dir oder was? Nee, aber er wird jetzt ganz bestimmt keine schlechte Runde raushauen. Mein Medium Run war halt auch verbesserbar, aber ich dachte nicht, dass ich auf einmal kein Benzin mehr habe. Also war schon ein Minimum, aber ich bin halt Outlap auf Mager gefahren. Ist in Ordnung. Ja, ich hätte früher wissen müssen, wie wann ich wie fahre, aber im Endeffekt frische Mediums gegenüber angefahrene Softs von Quali werden richtig gut reinkicken, deswegen ist mir das eigentlich auch recht. Punkte werden im Rennen vergeben und ich glaube, ich habe die Pace. Ohne Pech. Aber ja, finde ich auch überraschend, dass so viele Leute
auf Soft weiterkommen wollen, aber vielleicht haben sie das noch nicht probiert im Rennen. Dann am Anfang ist das echt eklig. Also kann man fahren natürlich, aber das Überhitzen. Die Reifen sind dann lit. It's lit. Oder ich mache einfach den Move, ich starte auf Hartz. Da sehe ich mich. Die Hards sind nur eine Oh halbe Sekunde Gott. langsamer als Mediums. Und die Mediums sind nach 5 Runden oder so schon auf Soft Base. Deswegen muss ich mal gucken. Ich weiß, dass man Soft am Anfang so eine 1,10er Pace hat. Also zumindest war es bei mir so. Tiefe 1,10er sind gut. Ich habe in meiner Runde auch ein paar Fehler drin gehabt. Deswegen eigentlich that's on me. Patti, guckst du dir gerade meine göttliche Runde an? Ja. Oh Gott. Göttlich. Vierzig drei beste Zeit. Kann ich ja nur drüber lachen. 1,40. Eins achtunddreißig neun. Let's go. Was ist Verstappen gefahren? 38,9. Ah, 9,48. Ich muss noch mal Gas geben. Gar nicht gekattet. Hast du Wieso mich gesehen? fahren du hast doch 5 Hollywood Zeit. und Lugo mit derselben Ich will dich Nummer? nicht so lange warten lassen. Nee, ist sicher egal. Ach so, ja, wir kriegen das Rennen eh nicht mehr hin. Lag jetzt mit Frieden, ne? Den Schreckbusch. Ist. Weiß jemand, Oh, ob. Junge! Weiß jemand, ob P11 innen oder außen ist? P11. Wo ist denn der Erste? Außen. Wahrscheinlich. Vielleicht bin ich dumm oder dann auch wieder Erste außen. Glaube, außen ist mir fast ein bisschen lieber. Komm, ich fahre jetzt noch mal eben schnell eine Runde. Thank you.
gleich um 12 Uhr an einem Sonntag. Ich will ja Nudeln. Nudeln einfach so mit Nutella und Parmesan. Lol, da stand ein Vorangegoss auf der Strecke. Also FK. Silverstone 2020 Flashback. Da fängt Meta an zu heulen. Ich habe Dinge gesehen. Schlimme Dinge. Die niemand sehen will. Ich weiß noch, Art Lennox und BMW Lucas haben gefightet. Ich habe immer extra gechillt. Ich hätte mit den Hearts durchfahren können nach Safety Car Runde 1. Die Leute hatten es nicht probiert, wussten es nicht. Dann haut er den weg, dreht sich vor mir ungegrustet. Das war's. Er hat Dinge gesehen. Oh nein. Ungegrustet. Oh nein. Das ist P3 für Adi. Zü. Vettel, bitte piss dich. Zumindest fürs Erste. Vettel, lass mir Platz, bitte. Vettel. Sebastian. Pronto? Seb. Seb? Svinato. Boah, was ist das für eine Runde, Digga? Bruder Ferrari, Leclerc hat die Achsen zerstört. Als Dings, als George Russell gefragt wurde, nicht wegen einem Safety Car, Aston Martin, hat er gesagt, ja, beim Mercedes Safety Car gibt's das nicht. Der ist 5 Sekunden schneller als Aston Martin Safety Car. Nachricht Leclerc, der Hacker, hat gesagt, ja, sie müssen einfach ein Ferrari Safety Car reintauen, der ist nochmal 5 Sekunden schneller als das Mercedes Safety Car. Bruder, er ist zerstört. Aber wenn das bisher alles ist, dann. Okay, im Rennen habe ich vielleicht weniger Vorteil, weil. Bruder! Oh, was ist das für eine Runde? Ich da andere Drücke fahren muss. Null! Bruder, es gibt erstmal so Verstappen, der Herr und klar ist mal im Training schneller, aber. Bruder, ich bin im Training 1.68 gefahren. Jetzt Pole 1.73 effektiv. Effektiv. Aber ich muss aufpassen im Rennen, am Traffic. Unangenehm. Ja, was mir aufgefallen ist, jetzt in Liga 1 bin ich die Tatsache schneller. Ja, das, wenn sich das Spiel entwickelt, vielleicht auch die Setups, das heißt, man klaut die von ganz oben einfach und dann sind die von vor 5 Jahren. Nee, das meine ich gar nicht. Ich bin wirklich. Die bringen mehr Leistung auf den Platz, beziehungsweise aufs Feld. Auf den Platz. Nee, das war mein Bruder Franz Toos. Ich hab gesagt, gib Bruder nochmal 5 PS extra. Oder das könnte auch ernst zwar für McLaren werden, weil Verstappen in der Box ist. Einfach der Alpha Tauri besser als Equal Car. Der ist es einfach. 5 PS extra, Digga. Wegen dem Stier. Des Stiers. Oh, warte was? Der Grammar War hat begonnen. So, schau mal, wo Lando. Wie viel da? Warte. Aber du hast so zu 100% das Setup, Junge. Nein! Doch, du kannst mir nicht sagen, dass du einfach eine Sekunde schneller bist, als ein paar RW100er. Ich bin halt einfach besser in Baku. Du hast das Setup. Nein! Ich hab keinen Setup, ich bin halt einfach besser in Baku. Ich glaube, der McLaren ist einfach auf der Geraden so
5 Sekunden schnell. Ja, na, also, als mein Meter. Ich glaube, auf der Geraden, du musst sagen, der McLaren ist auf der Geraden echt krass, plus Pat ist in Baku gut, plus seine Lieblingsstrecke. Ja, aber 18, ich glaube, 100, da kann ich mir erzählen, was ein Meter ist. Ich glaube, KI ist auch in Baku nicht so gut, weil es halt langsame Kurven oder Mittelschnelle sind und dann halt geraden. Und auf den langsamen Kurven sind die puh. Und wenn man das alles zusammen addiert, also KI schlecht, eher Lieblingsstrecke, Pads, McLaren, könnte schon Sinn machen. Selbst wenn KI langsam ist, Verstappen, wenn mindestens auf 2 Zehntel ran. Verstappen, auf jeder steht am 10. Ist schon schnell, also jetzt noch kein Hamilton, aber schon. Hamilton ist irgendwie 8er oder so. Auto langsamer. Also er am Anfang von Co-op, ne, no joke, der Red Bull ist einfach richtig krank. Der kann einfach kein ERS verlieren. Ich hab den mal probiert. Von Anfang mit Bahrain, der klebt da auf der Strecke. Normal, der klebt einfach. Der ist wie ein Kaugummi. Wir sind mal ein paar Mal an der Mauer entlang geschrieben, Digga. Was willst du hier, Mike? Okay, jetzt sieht die Runde schon besser aus. 5 im ersten Sektor. Für Bastianini. Ich bin einfach besser, Digga. Du gönntest mir einfach noch nicht Partie. Junge, ihr würdet es dann gönnen, wenn es wirklich eine realistische Zeit wäre. Aber 8 Zehntel schneller, dann brauchst du mir nichts erzählen. Kleiner Fehler von Miljani. Nicht optimal Linie. Oh, tiefer Gang. Bitte sagt, er würde was verlieren, aber ich denke, das wird so eine 7-1, 7-0 vielleicht, wenn er es gut setzt. Ah, da muss er, Alter, da muss er vom Gas gehen in der Kurve. Was ist das für ein Setup? Aber wird wahrscheinlich eine 7-1 noch schon eine starke Runde. Oh Scheiße, das schmerzt mir. Ja. Ist egal, 7-1. Nein. Doch, ich muss mit. Nein, ich muss mit meinem, also was heißt ich muss, aber ich will es mit meinem Vater gucken. Das ist positiv, ich. Und das Jokerface, du hast jetzt wirklich verkackt. Wenn du ein Setup drauf hast, ne? Du wirst im Regen so verkackt. Ne? Vielleicht hat dein Regen-Setup geloadet. Oh! Nee. Dann wäre ich auf der Geraden nicht so schnell. Je nachdem. Muss ich mal gleich anschauen, was Top Speed für McLaren okay. Warte mal, ist eine 38-0, warte, das will ich noch eben gucken. Ist eine 38-0 in Baku gut? Welche Season von Karriere? Erste. Ja. Ist gut. Sehr gut. Fangliste zeigen. Damit würde ich mich halt einreihen hinter André bei mir. Ja, deswegen wird Jokerface jetzt aufgehen. Weil wenn wir jetzt morgen weiterfahren oder übermorgen oder keine Ahnung, wenn wir weiterfahren wahrscheinlich. Wenn wir jetzt übermorgen weiterfahren, denkt er, ich hab das so vergessen, dass er Setup geladen hat jetzt. Ja, komm, halt's Maul, ich hab kein Setup. Ja, werden wir im Rennen sehen, geht's offen, ne? Ich hab es ganz entspannt an. Ich bleib in der Party, ne? Also. Bis Dennis. Ja, bis Dennis, Digga, halt so. So, bis später, ne? Geht jetzt alle raus? Ne, ich bleib in der Party. So? Aber ich guck trotzdem. Alles klar. Ich komm vielleicht zwischendurch mal rein. Bis euch. Bis dann. Oder bis später. Ist doch gut, also ich glaube ein bisschen geht noch, aber hätte noch besser klappen können. Na, mir muss jetzt einfach hoffen, dass nicht irgendjemand direkt am Anfang das Safety Car rausholt. Oh ja. Aber ich vermute mal, es wird Safety Cars geben, so wie ich das bisher schon im Quali gesehen habe, aber so ohne jetzt jemanden dazu nahe zu treten. Aber ich sollte mal aufnehmen.